Süß. Weitere Infos zur Krise im Hause Dieter Bohlens gleich. Jetzt schalten wir erst einmal nach Soest, wo sich ein Bankräuber mit über 67 Geiseln verschanzt haben soll. Vor Ort Carsten, du stehst direkt vor der Sparkasse. Krise, Katja? Was um Gottes Willen ist denn da beim Bohlen los? Zurzeit sieht es tatsächlich so aus, als sei Dieter wieder mit Verona zusammen. Gibt schon erste Stellungnahmen. Was sagt Franjo? Bislang gibt's nur ein kurzes Statement. Er und seine Mallorca-Liebe Carina Walz seien nun sehr gute Freunde. Vielen Dank, Katja. Wir werden später noch einmal zu dir schalten. Ja, süß. Nach den VIP-News geht's weiter mit unseren Star-News. Und sonst so, Carsten? Ja, muss, ne? Selbst? Naja, ewig dasselbe halt. Ich sitze jeden Tag im Studio und moderiere Punkt 12. Du kommst ja wenigstens raus. Ja, letztendlich ist das auch immer dasselbe. Heute zum Beispiel schon wieder eine Geiselnahme mit 67 Geiseln. 67 Geiseln? Das ist krass. Wir haben keinen blassen Schimmer. 67 Menschen mitten in Deutschland und die haben keinen blassen Schimmer, was im Hause Bohlen los ist. Süß. So, jetzt noch einmal nach Soest zu Carsten. Carsten, hallo. Hallo Katja, bei mir steht nun die erste freigelassene Geisel. Ist es Katja Burkhardt? Oh geil, da mache ich direkt mal ein Foto. Oh, sagen Sie doch bitte nochmal süß. Sowas kann ich doch nicht auf Zuruf. Sie sind ja lustig. Wie war's denn in der Geiselhaft? Ach schlimm, man hat uns ja nichts gesagt. Wir wussten ja nie, was passiert. Sie wissen also noch gar nicht, dass Dieter Bohlen zurück bei Verona ist und Carina jetzt mit Franjo schnackselt? Das ist ein Skandal.